Willkommen zurück zu Dragons Online. Wir sind gerade, ich kenne die gar nicht, weil wir tanzen gerade so wild um die Wette und jetzt rennen sie gerade rein. Ja, hauen sie jetzt ab? Hauen sie jetzt ab? Gut. Genau, es geht um die AGB-Änderung zum 1.11., was jetzt bei mir in 4 Tagen ist. Dann sind alle weg. Ich hab keine Freunde mehr. Ich hab keine Freunde mehr! So, jetzt ist die Frage, was wird überhaupt alles geändert? Ich fahre dabei nebenbei mal einfach mal Q3M1, so nebenbei. Weil wir haben jetzt ja auch, wie Sie es meistens sicherlich schon gesehen haben, wieder mal die Monsterjagd. Es wurde noch nichts geändert, was auch noch viel zu früh ist, weil noch kein Patch ausgeführt wurde. Hoppala, falscher Knopf. Da wollte ich hin. So. Genau, die AGB wurde geändert. Ich komme vom Uninteressanten zum Interessanten hin, zum Schluss. Also, wir fangen mal an. Genau, entsprechend der gesetzlichen Lage, bla bla bla, heißt es, dass der Geltungsbereich ist jetzt nicht mehr, was war das früher? Ich glaube Berlin oder sowas. Jetzt ist es, warte, was steht das hier bei? Neuer Vertragspartner ist dann also die Big Point GmbH in Hamburg. Vorher war es Big Point Sar und Co. SCS. Ja, was auch immer. Wie gesagt, jetzt ist es Big Point GmbH in Hamburg und damit ist der Gerichtsstand in Hamburg und das geltende Recht ist jetzt auch das deutsche Recht. Ich weiß nicht, was es vorher war. Kann es ja vorher gar nicht Berlin gewesen sein. Das macht natürlich Sinn, ne? Wie gesagt, was es vorher war, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich jetzt nachgucken oder bin ich gerade zu voll für? Ganz ehrlich. Da bin ich zu voll für. So, wie gesagt, das ganze Geltungsbereich ist jetzt damit das deutsche Recht. Und dafür gelten auch die Mobile Games, die vom Big Point angeboten werden. Was dort auch nochmal explizit drin steht, die wurden halt angepasst. Ist aber für Drakensan gänzlich uninteressant. So, kommen wir zu interessanteren Sachen. Ist das hier? Genau. Zahlung per Mobilfunk. Hier steht so schön drin, entsprechend der gesetzlichen Lage und der Rechtsprechung gelten Zahlungen per Mobilfunk als zum Anschlussinhaber genehmigt, auch wenn der Nutzer nicht gleichzeitig Anschlussinhaber des betreffenden Mobilfunkvertrags ist. Heißt, wenn Klein Kevin, der 11 Jahre alt ist, das Spiel spielt, was er gar nicht spielen darf, weil das Spiel ist erst ab 12, wenn Klein Kevin ein Handy hat, der Vertrag geht über die Mutter, dann darf Klein Kevin hier auch was zahlen. Zum Beispiel Premium oder was weiß ich, was er hier alles zahlen kann mit dem Handy. Darf er machen. Ist offiziell erlaubt von Big Point. Genau. Kosten einer. Ja, ne? Also, das ist, ja. Quasi, wenn Mutter keinen Überblick hat, kann jetzt Klein Kevin das schön ausnutzen. Und ich weiß nicht, warum Kevin einfach so. Einfach nur, weil es Kevin ist. Einfach nur, weil es Kevin ist. Jetzt bin ich auf dem Weg hier. Richtig. Hab gleich. So, tot. Genau. Im Falle eines Verzugs, also quasi, wenn man irgendwas bezahlen möchte, ist der andere Mann, man kriegt erst das andere Mann, danach wird es abgebucht. Wenn es nicht abgebucht werden kann, ist man quasi im Verzug. Früher gab es dann Mahnungen und diese Mahnung musste man auch bezahlen. Das ist jetzt nicht mehr so. Eine Bearbeitungsgebühr für eine Sperrung wegen Verzugs ist nicht mehr fällig. Dafür kann jetzt Big Point die gesetzlichen Zinsen verlangen. Die gesetzlichen Zinsen, ich denke mal, die Banken sind da alle für, die machen das alle, sind so bei 12-13%. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber wie gesagt, Banken haben so Zinsen von 12-13%. Diese kann Big Point auch verlangen. Was so gesehen ist relativ viel, teilweise. Angenommen mal, kann die 100 Euro jetzt nicht bezahlen, das war 12 Euro. Und das ist schon eine Menge. Wo da hinten? Ach, Junge. Genau, diese kann Big Point jetzt einfach mal verlangen. So. Denn zu den Proxys. Also, wie heißt es hier so schön? Anonymisierungsdienste. Damit sind Proxys gemeint. Sind nicht mehr erlaubt, weil aus. Steht auch sehr schön drin. Aus buchhalterischen Gründen.
muss das offen zu sehen sein. Ich weiß zwar nicht, was der buchhalterische Gründe, aber sie werden sicherlich schon recht haben. Ich denke mir, da geht es auch gerade darum, wenn hier Bedrohungen ausgesprochen werden oder sowas. Genau. Wenn im Chat Bedrohungen ausgesprochen werden und es kommt zu einer Anzeige. Dann muss einfach, dann gucken die nach, ne? Welche IP ist das, dann kann man das, kann man denjenigen auch verfolgen. Oder wenn jetzt irgendwelche rechtsradikalen Parolen und so weiter und so fort, dafür ist, denke ich mal, alles gedacht. Ich hau gerade in die Windmühle. Mann! Genau. Diese sind ab sofort, also definitiv, also ausdrücklich verboten, steht drin. Ich denke, das war auch vorher nicht so wirklich erlaubt. Wollen nicht. Aber jetzt sind sie ausdrücklich verboten. Genau. In den AGB steht es auch klar und transparent geregelt, welche Umstände eine vorübergehende Sperrung eines Accounts rechtfertigen. Was auch immer. Was das heißen soll. Ich habe nicht in die AGBs geguckt. Ich glaube, das macht eigentlich keiner. Keiner guckt in die AGBs, also normalerweise. Genau. Dann kommen wir zu den beiden interessantesten Sachen. Einmal die Geheimhaltung von Account-Daten. Geht darum um die Passwortweitergabe. Diese ist ausdrücklich jetzt verboten, auch unter Freunden, Familienmitgliedern, Clanmitgliedern und so weiter und so fort. Also unter jedem, man darf überhaupt nicht immer sein Passwort weitergeben. Also ich meine, ich hatte auch mal das Passwort von jemandem, weil ich einmal über seinen Account rübergeschaut habe, von wegen, was kannst du denn so verbessern? Einfach so aus Nettigkeit. Ich hab's nicht geklaut, habe ich nicht gemacht. So, ist jetzt strengstens böse verboten. So. Ja. Kann ich einerseits auch verstehen. Wenn man dann sagt, ich war das gar nicht, das war mein Kumpel, dritten Grades, Schwester des dritten Graf von und zu, ne? Der war das. Ich kann da gar nichts für. So, nein, ist jetzt absolut allgemein verboten. Ist nicht. Denn das Interessanteste, wo sie auch schon relativ, relativ viele Leute gefragt haben, ist das Verbot von Pushing und Bot-Using. Hier steht drin. In der neuen AGB wird klargestellt, dass Pushing und Bot-Using nicht nur zwischen Accounts desselben Nutzers, sondern auch zwischen Accounts verschiedener Nutzer verboten sind. Dies erfolgt im Interesse der Fairness und des Spielspaßes für alle. So, Bot-Using ist klar. Bots sind verboten. Das ist ganz logisch. So, jetzt ist die Frage, was ist mit Pushing gemeint? Da wurde ich auch schon ganz oft gefragt, darf ich jetzt nicht mal mit Level 5, also als Level 20er mit Level 50er spielen oder umgekehrt? Darf ich das jetzt überhaupt nicht mehr? Ist einfach alles verboten? Ist alles scheiße? So, das besagt im Prinzip mal Folgendes aus, dass man diese Accounts nicht pushen darf. So, wie sieht das aus? Klar, man darf noch mit den Leuten spielen, ist ganz logisch. Ja, doof, wenn nicht. Ah, ein Jagdabzeichen. Man darf mit den Leuten spielen, ist alles kein Problem. Man darf auch mal ein bisschen länger mit ihnen spielen. Es geht einfach nur darum, dass ich jetzt zum Beispiel Kanye mitnehme. Hier zum Beispiel, jetzt wo ich jetzt gerade bin. Und dass ich exzessiv Glyphen farme für den anderen. Auch wenn der nur Sachen in seinem Level bekommt. Aber es ist ja trotzdem einfacher, wenn hier ein 50er jemanden durchzieht. Warte. Kurze Concentration. So. Es ist trotzdem einfacher, wenn dich ein Level 50er hier zum Beispiel durchzieht. Als wenn er das nur selber laufen muss. Und gerade wenn er die ganzen Glyphen hat, ist angenommen, er wäre Level 20, hat alle schon auf Level 30 hier, wäre es ja doof für ihn, wenn er jetzt leveln müsste. Also leveln würde. So, das ist verboten, dass man mit ihm zusammen Glyphen farmt oder sonstiges farmt. Wenn jetzt ich jetzt angeschrieben werde von einem Level 20er, Mensch, ich brauche mal Hilfe, kannst du mir helfen, kaputt zu machen, Gorka kaputt zu machen als Beispiel jetzt. Klar, das ist völlig erlaubt. Auch wenn es seine Quest ist, ist es zwar auch eine Art von Pushing, es ist aber nicht das Pushing, was gemeint wird. Quasi, du kannst dem anderen helfen, aber nicht halt stundenlang mit ihm jetzt Glyphen farmen oder durch die Events mitschleifen oder sonstiges. Das ist auch die Frage, ob das erlaubt ist. Da muss ich nochmal nachfragen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich hab... machen wir das Vollmond. Ich hab bei Vollmond, ich hab noch 5... Nee, ich hab noch 10 Fiolen. Machst du die mit mir? Ist halt die Frage, ob man das wirklich darf. Aber ich denke mal, das würde auch noch erlaubt sein. Es geht wirklich nur um das exzessive Farmen für die Glyphen des anderen. Damit der seine Glyphen jetzt hier voll bekommt. Aber ansonsten, ich denke, das ist nicht so, also, es wird jetzt niemand gesperrt, nur weil er mal mit dem Level 20er in der Gruppe ist und jetzt mal eine Runde Q1 farmt. Wird niemand von gesperrt.
Und jetzt werden Hilfs bei irgendeiner Quest wird niemand gesperrt. Das haben sich jetzt echt manche zu viel genommen. Also helfen, ja. Nur halt nicht in dem Sinne helfen, dass... Also helfen... Warte mal, andersrum. Helfen in dem Sinne, dass er weiterkommt. Nicht helfen in dem Sinne, dass du mit ihm Glyphen farmst, damit das ein PvP-Charakter ist. Was ist denn heute los, ey? Es ist nach Mitternacht. Also, sorry dafür. So, ja, soweit zu den AGB-Änderungen. Wie gesagt, das mit dem Pushing ist das, was jetzt die meisten Leute beschäftigt. Oder viele, sag ich mal so. Gerade die Leute im Low-Level-Bereich. Ich glaube, die Gilde Next Fleece ist eine komplette Low-Level-Gilde. Ich weiß nicht, wie die das handhaben. Ich weiß auch nicht, ab wann jemand gesperrt wird. Das ist zwar verboten. Aber ich denke mal, nur wenn man jetzt mal so eine Stunde lang mit jemandem farmt, kriegt man nicht gleich eine permanente Sperre. Ich glaube, als allererstes gibt es sowieso eine Zeitsperre. Dann heißt es, ja, du hast mit dem über 10 Stunden lang hast du jetzt gefarmt. Das ist definitiv nicht in Ordnung. Hier AGB und so ein Krimskrams. Kriegst du mal einen Tag Sperre oder 2 Tage. Was ich kenne den Boost-Katalog von denen nicht. Ja. Aber sofort eine permanente Sperre wird es, denke ich mal, nicht gehen. Ich glaube, nur im Wiederholungsfall. Also, da muss sich jetzt keiner so großartige Sorgen machen. Ich glaube, jeder, der wirklich den... Also, als Low-Level spielt, weiß, was Pushing ist. Das ist nicht, wenn man mal sagt, ich habe hier, Warte. Muss ich aufregen, Entschuldigung. So. Genau so. Jeder weiß, was es ist. Was tanzen alle schon wieder her? Ich will auch tanzen. Alter, das ist einfach nur ein Krach aus 3 verschiedenen Melodien. Schön! Ja, gut. Kann nochmal einen abtanzen hier? Das sogar. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, hi. Schreibt sie mal in die Kommentare von wegen, ja, ich möchte jetzt aber mit dem das und das machen. Schreibt mal in die Kommentare. Soweit ich es weiß, kann ich es beantworten. Wie gesagt, ich bin kein Mitarbeiter von Bigfoot, ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Aber ich kann es mir soweit denken. Ich denke mal, es gibt nicht. Ich schmeiße nicht gleich mit permanenten Sperren und so weiter rum. So. Bevor das gleich stimmt vor Lachen. Sehen wir uns zum nächsten Mal wieder und bis dahin macht es gut. Tschüss.